Ja, hallihallo, willkommen zurück bei Neo von 0 auf 100% Achievements, Episode 6. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wir machen jetzt einen wirklichen Endspurt für Kapitel 1. Es gibt nur noch zwei Nebenmissionen zu machen und wir hatten das Glück, dass eine Zwielichtmission freigeschaltet wurde, die tatsächlich jetzt auch machbar ist für den Tag. Und die gehört tatsächlich zum zweiten Kapitel und weil es Kodamas gibt, habe ich mir gedacht, kann man schon mal vorwegnehmen, ein bisschen vorarbeiten. Und ja, mal gucken, wie das so läuft. In dieser Mission müssen wir nur, in Anführungszeichen, nur drei neue Gegner töten. Und mir ist aufgefallen, dass tatsächlich manchmal wirklich die offensichtlichsten Kodamas an mir völlig vorbeigehen. Wo ich in einer der letzten Episoden gesagt habe, yo, wer RPGs und so weiter gespielt hat in der Vergangenheit, sollte sich eigentlich nicht schwer tun, die meisten davon zu finden. Da habe ich meinen Mund mal wieder zu voll genommen. In dieser Mission werden drei neue Gegner tatsächlich vorgestellt. Das ist allerdings mehr oder weniger einzigartig dank der Zwielichtmission. Und zwar, wir haben einen sogenannten Amrita-Dämon, praktisch einen Amrita-angereicherten, wie heißt es nochmal, Yokis, ja? Einen sogenannten Onyudo, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Praktisch ein großer Mönch, der waffenlose Kampfkünste und Elementarangriffe sich zunutze macht, Entschuldigung. Und den sogenannten Rabentengu. Und bei dem haben wir ein bisschen Glück gehabt in dieser Episode, denn er droppt seinen einzigartigen Schmiedeplan, was praktisch ein nutzbarer Gegenstand in dem Fall sein wird. So, hier haben wir, wie ihr seht, hier spawnt der Amrita-Dämon Onyudo und ein Onibi. Ihr seht, der Onyudo und so weiter, die haben alle ihr Element Feuer. Was den Amrita-Dämon einzigartig macht, ist, dass man ihn praktisch mit dem Element überladen kann. Und er explodiert dann. Das versuche ich nachzuahmen in diesem Versuch. Hat aber nicht ganz geklappt, da ich ein bisschen unterschätzt, wann das denn auftaucht, weil in normalen Spieldurchläufen, da explodieren sie mir ständig mitten ins Gesicht und war diesmal nicht so der Plan vom Spiel, aber naja, sowas passiert halt, es kommt immer erstens anders, zweitens als man denkt. Ansonsten sind sie den Yokis sehr ähnlich, sind glaube ich sogar nur ein bisschen stärker dank des Waffenbuffs, den sie drauf haben permanent. Die Onyudos sind ein bisschen gefährlicher meiner Meinung nach. Irgendwie habe ich es bei denen nicht ganz so drauf. Ich würde sie jetzt nicht als Potsau-Mob-Typ bezeichnen unbedingt, aber sie sind sehr nah dran, vor allem wenn sie zu zweit oder mehr auftauchen, was übrigens der Fall sein kann in diesem Spiel. Ihr seht, sie benutzen ihre Zunge, Fäuste und was ein bisschen Sumo erinnert, paar Moves, aber mehr oder weniger eigentlich sehr vorhersehbar. Das Problem ist halt, manchmal sind sie so mitten in the face, dass man sie nicht so gut einschätzen kann. Aber man sollte irgendwann gut genug darin geübt sein, dass man erkennt, was sie machen, auch wenn sie nur kleine Körperbewegungen machen. Hier haben wir nochmal den einäugigen Kobold, glaube ich, heißen sie dann auf Deutsch, weil sie heißen One-Eyed Imp, nicht mehr auf Englisch. Und hier haben wir einen Onibi und ich weiß nicht, also als ich gespielt habe, ich wusste nicht, prall ich überall ab, weil ich die ganze Zeit die Wand angreife oder weil er mich interruptet, ich wusste es nicht, aber ich fand das sehr interessant, weil die eigene Dummheit kann einen ganz schönen Streich spielen im Spiel. Hier haben wir einen Rabentengu und ich muss sagen, meiner Meinung nach fressen sie unproportional viel Schaden. Es ist auf jeden Fall machbar, weil sie mehr oder weniger die gleichen drei Moves praktisch immer wiederholen. Sie schlagen mit dem Stab zu, sie
versuchen einen mit der Klaue zu erwischen oder machen einen Drehkick. Manchmal fliegen sie auch in die Luft und versuchen einen entweder zu fassen zu kriegen oder machen einen Sturzangriff. Was übrigens zu sehr lustigen Situationen führen kann, weil sie können auch eine Klippe runter oder einen Instant Death praktisch für sich selber verursachen damit. Ich meine, von Nioh 2 habe ich einen Clip davon irgendwo gespeichert. Ich meine, das ist einer der letzten Nioh-Clips, die ich hochgeladen habe. Nioh 2 Clips, Entschuldigung. Hier haben wir unsere ersten Kodama, ganz oben auf dem höchsten Punkt der Map, wenn man so will. Und nicht weit davon entfernt, ihr könnt da sehen, an der Klippe entlang, da ist ein Pfad. Da geht's runter zum Kodama Nummer 2. Und wo wir bei Sturzangriffen von Rabentengus waren. Das ist mir tatsächlich in einer Nebenmission tatsächlich passiert. In einer Nebenmission muss man praktisch einen kleinen Gauntlet machen. Und als letzter Enemy, als letzter Mob kommt ein Rabentengu. Und der hat sich tatsächlich beim allerersten Mal, als ich diese Nebenmission gemacht habe, selbst getötet. Das fand ich sehr lustig. Leider habe ich es nicht aufgenommen. Damals hatte ich noch die... Achso, was heißt damals? Damals auf der PlayStation 3 gespielt und ja, die Avermedia Live Game of Portable, die ich damals hatte, die war leider nicht so gut, wie ich mir erhofft hatte. Und da habe ich das mit den Aufnehmen dann, ich glaube, nach ein, zwei Jahren wieder gelassen, weil meiner Meinung nach die Qualität war einfach scheiße, ganz offen gestanden. Ich bin mir sicher, Avermedia wird dem einen oder anderen was sagen. Angeblich eine der qualitativ hochwertigen Firmen. Aber wenn dieses Gerät ein Standard gewesen sein soll, dann war ich leider nicht davon beeindruckt. Ja, mal sehen. Vielleicht kaufe ich mir wieder eine, aber ich glaube, wenn es eine Capture-Card wird in Zukunft, dann wahrscheinlich eine Elberto. Und dann gibt es PlayStation 4 Content vielleicht. Und wenn ich mir irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht eine PlayStation 5 gönne, dann vielleicht auch davon, sofern es kompatibel ist. Aber ich hoffe es mal, ich gehe davon aus, dass jetzt neue Capture Cards rauskommen, die auch mit PlayStation 5 und so weiter kompatibel sein werden. Hinter diesen Nurikabe finden wir Kodama Nummer 3. Und tatsächlich den letzten Kodama, den musste ich tatsächlich, Anführungszeichen, suchen. Aber auf dem halben Weg zurück zum Startpunkt ist mir eingefallen, oh, der ist ja nur 10 Meter vom Schrein entfernt. Und da habe ich mich richtig dämlich gefühlt. Aber solche Situationen gibt es bei mir allerdings immer wieder. Ich vergesse manchmal einfach die einfachsten Details in manchen Dingen. Flüchtigkeitsfehler, wie sie in der Grundschule geheißen hätten. So, fehlt nur noch hier der letzte Gegnergruppe. Und das war's mit dieser Mission. Am gleichen Tag, wo ich diese Mission, also die letzten Nebenmissionen hier gemacht habe, habe ich auch das Achievement bekommen, Meister des Chaos. Und was das bedeutet, ist, dass man praktisch zwei Elementar-Buffs gleichzeitig auf einen Mob bekommt. Und das löst dann praktisch einen dritten Debuff aus, der das Ki des Gegners automatisch auf Null senkt. Und ihn praktisch wesentlich angreifbarer macht. Das Problem ist, ich kann mich nicht erinnern, wo das gewesen ist. Ihr habt vielleicht gerade gesehen, im letzten Kampf wurde ich nämlich mit Chaos, oder wie auch immer man das jetzt auf Deutsch nennen möchte, befallen. Und ich vermute, das Spiel hat das praktisch für das Achievement gewertet. Oder wir hatten ja in der letzten Mission, in der nächsten Mission Prinzessin Ginshio? Ah ja, Ginshio dabei. Und sie hat ja Raikiri. Und das hat einen Blitzangriff. Und es kann sein, dass wir zusammen auf einen Gegner eingeschlagen haben. Und sie hat praktisch Blitz drauf gemacht und ich habe irgendwas anderes drauf gemacht und das hat es ausgelöst. Und
Stattdessen werde ich jetzt einfach in der nächsten Folge eine Demonstration machen, wie man diesen Debuff auf einen Gegner auslösen kann, praktisch. Also, wenn man dieses Achievement wirklich haben möchte und man möchte es gezielt machen, gibt es definitiv Wege dazu. Wir würden es auch spätestens gegen Ende des Spiels machen, weil Karaos ist meiner Meinung nach einer der besten Debuffs, die es gibt. Und ist auf jeden Fall einer der, beziehungsweise der wichtigste Debuff. Würde ich so unterschreiben. Neben Wasser meiner Meinung nach, was einfach mehr Schaden verursacht dann. Hier ist ein Spawnpunkt, wo wir eine Truhe vorfinden könnten, wo das Quest-Item drin ist. Ist aber diesmal nicht. Wir haben hier einen Mujina. Und es gibt bis zu drei Spawnpunkte. Der zweite, den ich aufsuchen werde auf meiner Tour, ist es dann letzten Endes gewesen. Der ist, wenn man vom höchsten Punkt aus in eine Höhle geht, dann ist da so ein Steintor. Und hier haben wir auch den Nurikawa in der letzten Mission wiedergefunden. Und wir bekommen hier das Achievement Yokai-Flüsterer. Wir müssen praktisch 10-mal ein Emote benutzt haben, um mit einem Yokai kommuniziert zu haben. Und hier haben wir tatsächlich das Quest-Item, was wir suchen. Was ich leider verpasst habe, ist hier, dass hier ein Mujina gewesen wäre, aber weil wir die Quest praktisch erledigt haben, spawnt er nicht mehr. Stattdessen bekommen wir ein paar Items als Trostpreis. Das war's für diese Mission. Für New Game Plus gibt es hier tatsächlich einen Exploit. Und zwar New Game Plus oder Plus Plus gibt es hier jedes Mal ein hochqualitatives Trinket. Entweder von göttlicher Qualität, das wäre grün, das gibt es für uns noch nicht, oder lila. Und da gibt es ein ganz besonderes Trinket, und zwar das Yasakani Magatama, was man gezielt tatsächlich so farmen kann. Und wenn es dann soweit ist, werde ich auf jeden Fall ein Video rausgeben, wie ich versuche, das Ding zu farmen. Ich zeige euch gerade hier den Raikin-Schutzgeist. Ist jetzt vergleichsweise nicht so toll wie Kato. Ihr seht unten die Stats. Das Ding ist, einzigartig macht es diesen Schutzgeist ist, dass wir in der nächsten Mission praktisch seinen zweiten Teil bekommen. Das heißt, er wird mit einem anderen Geist praktisch fusioniert. Das ist dann der doppelte Raikin oder Paired Raikin in Englisch. Und seine Stats, zumindest für die lebende Waffe, macht es eine Überlegung wert, ihn dann doch zu benutzen? Wir haben jetzt hier eine der ersten Missionen, die praktisch einfach nur ein Duell sind. Die meisten menschlichen Gegner, für die gelten die gleichen Regeln wie für euch. Sie haben Ausdauer wie wir, also Ki in diesem Spiel halt, aber es funktioniert halt genauso wie bei uns. Der einzige Unterschied ist, dass sie wesentlich mehr HP haben als wir. Ich eröffne diese Kämpfe meistens mit einem Fernangriff gegen den Kopf und dadurch werden sie praktisch zu Boden gebracht und dann kann man einen Finisher machen oder was auch sehr gut funktioniert, sind Iaijutsu-Angriffe. Da ich aber keine Schwerter benutze in diesem Playthrough, jedenfalls nicht so wirklich, habe ich es Kopf an Kopf schwer versucht und er trifft mich jedes Mal mit seinem Jutsu. Was tatsächlich mir normalerweise besser gelingt, dem auszuweichen, aber gut, der Kampf funktioniert besser als ich dachte. Ich habe auch gesagt, er würde mich eigentlich one-hitten, was fast der Fall ist. Als wir gegen den falschen Genichiro, Mund nicht Genichiro, Munishige gekämpft haben. Und meine Taktik ist praktisch,
relativ nah bei ihm zu bleiben, weil er hat die Angewohnheit, sein Ki einfach rücksichtslos zu benutzen. Und dann können wir praktisch einen kleinen Gegenangriff einschleichen und er hat dann kein Ki mehr. Und damit haben wir praktisch einen freien Angriff. Und damit ist es mit ihm schon fast geschehen. Diese Gegner können alle ihre Schmiedetexte droppen. Es sind bis zu 3 in diesem Fall. すばらしき技の際、一層強くなられたようですな。太閤秀吉様には本多忠勝殿と並び称され、西国無双と祭り上げられたものの、心は乾くばかり。銀千代が子と死ぬまで悲惨。立花の儀、他ならぬ銀千代に教わったのだ。心を殺し、太閤様への儀を貫くのみ。 Jo, vereinte Reiken, habe ich es gerade eben falsch gesagt. Und in seinem Fall, wir bekommen Text für sein Rüstungsset bekommen. Das haben wir tatsächlich auf einem anderen Charakter vom falschen, von Kelly bekommen, wäre es dann theoretisch gewesen. Wir können sein Schwert als Spieltext bekommen und bekommen seinen Bogen theoretisch. Es ist eine ziemliche Farmerei ohne gute Vorbereitung. Vielleicht zeige ich euch mal, ich habe was vorbereitet, eine Kleinigkeit, wie man das relativ einfach machen kann, aber ich habe noch nicht das Equipment dazu. Wir gucken uns dann noch den neuen Reiken an. Denn er ist tatsächlich eine kleine Alternative zu dem, was wir haben. Denn seine Stats erlauben es uns, ihn länger und öfter zu benutzen und schneller wieder vor allem. Er hat nicht ganz so einen guten Angriff, aber dafür hat er zum Beispiel Schatzgespür, Sprint erhöhte Ausdauer, damit kann man praktisch ein bisschen schneller durch die Missionen rennen. Ist recht interessant, eine kleine Alternative würde ich sagen. Kieschaden von Fähigkeiten ist gut, wenn wir zum Beispiel Tritte und all sowas benutzen. In dem Sinne würde ich sagen, Jo ist ein relativ guter Schutzgeist. Neben Mizushi, meiner Meinung nach, ganz okay. Situationsbedingt, aber okay. In dem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.